der Knaus Campingpark in Nürnberg. Letztes Jahr habe ich hier ein schönes Video gemacht im Sommer, wenn alles blüht. Kommt jetzt auch, seht schon. Und ich bin gerade hier auf meiner Tour, um die Karawanenplätze alle in Betrieb zu nehmen. Und wie gesagt, jetzt hier in Nürnberg möglich. Mit dem Erscheinen des Videos ist die Buchbarkeit freigeschaltet, beziehungsweise Sichtbarkeit reservieren geht noch nicht. Da müsst ihr oder dürft ihr mit Knaus Campingpark Kontakt aufnehmen. Aber wir haben hier die Plätze 113 bis 119, sprich 7 Stück. Da passen aber 10 bis 14 Fahrzeuge hin. Also, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich ein bisschen auszubreiten, wenn sonst keiner in Karawanen hier am Knaus Campingpark steht. Aber wenn, dann heißt es Sonnenrücken auf Stellplatzgröße und dann habt ihr, wie gesagt, hier die Möglichkeit, direkt am Platz oder mit dieser Tafel hier im Gebäude, die wird dann nachher noch aufgehängt, einzuchecken. Und dann habt ihr alle Möglichkeiten. Hinter diesem Zaun ist der Müll. Das ist inklusive. Wenn die Schranke offen ist, könnt ihr durchfahren. Und dann bucht ihr direkt am Platz ein, könnt euch aber natürlich hier auch melden. Preis haben wir 25 Euro Fahrzeug und Personen und Sanitär und WLAN. Die Verfügbarkeit ist natürlich am Platz unterschiedlich. Das kennt ihr, wenn es größere Plätze sind, kann das mal schwanken, aber ihr habt wahrscheinlich LTE dabei. Ihr habt ein tolles Sanitärgebäude bzw. mehrere Möglichkeiten. Hier stehen immer jede Menge Roller, die werden auch gern genommen, weil man ist hier direkt in der Stadt am Dutzenteich. Das Stadion ist nicht weit weg, alles fußläufig, die Messe sowieso, da gibt es extra ein Tor, wo man über die Straße geht und dann direkt in der Messe ist. Also es sind 3 Minuten, schätze ich mal. Lokal, sehr gut, habe ich gestern Abend gegessen, gibt es eine tolle Terrasse natürlich im Frühjahr und im Sommer. Und da hinter diesem schönen Liner sind die Karawanenplätze, steht ihr gut. Strom ist auch dabei, Sanitärgebäude. Schaut euch mal in Ruhe das Video an, das ich letztes Jahr gemacht habe, dann könnt ihr die Infrastruktur hier kennenlernen. Und das ist wirklich ein schöner Platz, vor allem er ist super ruhig. Ich muss das immer wieder sagen, hier in Nürnberg, klar, erst tagsüber ein bisschen Alltagsverkehr von der Messe, aber das ist minimal. In der Nacht ist es wirklich ganz ruhig, eine Grillstelle gibt es hier, also man steht hier echt schön. Und vom Zoo und diese ganzen beliebten Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in Nürnberg sind ja wahrscheinlich auch bekannt. Ganzjährig geöffnet, also kein Stress, könnt ihr immer ein Plätzchen finden. Gibt natürlich ein paar Events in der Umgebung, Rock im Park und so weiter, AC/DC-Konzerte dieses Jahr. Da hat man dann hier natürlich eine sehr, sehr, sehr gute Platzauslastung. Aber das seht ihr dann, je nachdem, wie die Verfügbarkeit der Plätze angezeigt wird. Wir geben mal 10 verfügbare Plätze ein, dann arrangiert man sich eben vor Ort. Und dann findet jeder eine gute Möglichkeit, denke ich mir mal. Also hier, Rezeption, wenn ihr Fragen habt, Brötchenservice gibt es natürlich auch hier. Das ist alles hier schon drin. Den Mann kennen wir, der ist im ersten Video schon drin. Das ist der Campmanager, macht es mit seiner Frau zusammen. Und da läuft er rum. Ja, alles prima. Das war ganz lieb, aber du kennst mich, ich bin ja authentisch. Alles prima. Wink mal wenigstens. Ich habe gerade gesagt, wir haben schon ein Video gemacht miteinander und dann kriegt ihr bei Sonnenschein eine tolle Führung. Also bis bald, wenn es Fragen gibt, melden, haben wir alles drin und 24/7 bin ich erreichbar, macht die Hotline gleichzeitig für Karawanen jetzt, da könnt ihr euch jederzeit melden. Also bis bald.